Wir haben keinen Flugzeugträger. Das ist schon mal gut. Zwei Zerstörer. Und wir haben mal den Cachalot. Den sind 10 Kilometer Torpedos und 11. 11,5 hat die U, 96 und die Cachalot hat 10. 10. Ich hab auch 10. Und du hast 11,5. Gefechte starten, aber ich hab einen Stocky Kapitän, der ist gerade mal Stufe 6, da habe ich also nicht sehr viel. Das heißt, wir werden die anderen beiden U-Boot auch direkt bei uns sein, ey. U-Boot gegen U-Boot-Kampf, da bin ich noch nicht so gut. Ich bin überhaupt noch nicht gut mit U-Booten, aber... Also U-Boot-Kampf mag ich auch nicht so, weil ich ping zwar das U-Boot manchmal an und ich habe die Torpedos auch draußen, aber treffen tue ich nicht. Ja, hier habe ich ja keine Torpedos nach hinten. Aha. Yes. Schnur gerade runter wollte ich eigentlich nicht. Wolltest du mehr in die Mitte? Ja, damit man überall gucken kann. Das Blöde aber in der Mitte ist, dass da auch jeder hin aimen kann. Wir haben ja noch einen DD, lass mal halbe Kraft fahren und mal gucken, wo der hin will. Ei. Also ich kann 5 Minuten 30 unter Wasser bleiben. Ui. Ja, aber dafür habe ich kein Verbrauchsmaterial mit Sauerstoffboost hier gedöns. Ich habe halt nur Sonar und also Hydrofon und U-Boot-Überwachung. Das wäre geil, wenn der Sound kommt beim Nottauchen oder so ein Scheiß. So, die Farragut fährt da. Oh, guck mal, eine Trento. Das ist so ein Trend, Alter. Ich weiß ein bisschen. Paragut mal hinterher. Guck mal, eine Genova haben wir auch noch da. Können wir doch einfach mal ran da. Machen wir mal näher ran. Ran da, denn sie will ja. Ja, der lenkt schon weg. Ja, ja. Aber war ja eigentlich zu erwarten. Der wird die beiden, also der wird den Dings gesehen haben. Legt da wieder ein, okay. Ja, da guck mal, da ist ein anderer DD. Oh, der nebelt. 5-7. Wird der da stehen bleiben? Ach ja. Feindliches Schlachtschiff gesichtet. Ärgern wir ihn mal? Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Oh, ich hab was aufgeklärt. Eine Omaha. Scheiße, ich hab ihn nicht getroffen. Ich weiß nicht, wo der langfährt. 20 Sekunden, reicht das, bis die Tops da sind? Hat schon weggemacht. Scheiße. Da ist er wieder. Oh, was ist davor? Ja, meine lenken auch noch ein. Wir sind vorbei. Alter, die Oma kommt nach. Scheiße. Oh, das ist gut. Nebel. Wir wurden entdeckt. Die Oma kommt richtig nah, Alter. Was ist mit der los? Na, treffen meine Torpedos noch? Nee. Der spielt die Feuer aus, okay. Alter, die Oma hat ja echt... Die ist eiskalt. Nein, ich krieg keinen großen auf. Jetzt dreht sie ein, leck mich doch. Wieder weg! Hat's ja auch wieder ausgedingst. Ja, ja. Ja, Kreuzer, ne? Pingen wir noch jetzt schon mal an. Ja, ich ping auch schon die ganze Zeit, weil er dann repariert. Oh, U-Boot voraus. Scheiße, hier ist noch ein DD.
Okay, die Oma ist Geschichte. 3 AP, da schießt der DD jetzt nochmal drauf. Ich muss hier weg. Oder die Genova macht's. Also die Trento lebt ja immer noch. Wir haben ein U-Boot entdeckt. Das U-Boot. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos fast schon. Oh, der ein Schwein, Mann. Muss Abstand aufbauen. Aber ich kann nicht auftauchen. Dann hau ab. Also das U-Boot ist auf jeden Fall abgetaucht. Du hast wenigstens Hecktorpedos, ich nicht? Nein. Ah, okay. Was hat mich jetzt auch noch? Hilfe! Alter, wie schnell ist der denn? Ich brauche Hilfe! Oha! Direkt neben mir! Scheiße, ich hab kein Hecktorpedo! Oh, daneben gepinkt. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Er ist immer noch da, ne? Jo. Oh, scheiße, die Trento hat Wasserbomben. Jetzt bin ich Schrott. Wir haben ein Leck. Tauchgang vorbereiten. Was? Der hat's überlebt? Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Oh. Kommen auch alle an. Okay. Ja! Ah, von dir. Nice. Hat da meine Aufschaltung geholfen oder hat sie auch aufgeschalten? Ich hatte sie. Ah, okay. Schwache Batterie. Mein Fahrer, gut, schieß doch mal auf die Trento. Ich will, dass jede Kanone, die wir haben, auf dieses Schiff schießt. Wir wurden entdeckt. Wir haben ja nichts mehr auf der Seite, was wir da helfen können, ne? Hat sich gleich erledigt. Ah, ich spreng ja. Puh! Steuern wir jetzt auf die Iron Duke zu. Eieiei. Ja, muss ich nur aufpassen wegen dem DD, der mich jetzt gerade aufgemacht hat. Abtauchen. Weg. Achso, weil er nicht. Ja. Weil ich nicht mehr aufkläre, aber er hat mich natürlich direkt gehittet, ne? Wir haben seinen Nebel. Da an der Insel ist er da hinten. So, Naping wird ineffektiv sein, ja. Schön für dich. Iron Duke. Anpeilt, laufen. Iron Duke? Oder beim. Ja, Iron Duke. Aber seine Wasserbomben könnten mich eventuell treffen. Oder die sind alle dran vorbei. Oh, 50 Sekunden und bessere Aufschaltung. Come on. Ja, der ist hinter mir her, also. Schönes Ding. Das ist viel teurer. Mein Problem ist 1,40 Luft. Elomat R. Kann deine Nussschale auch was Besonderes? Jo, auch gut. Ich bin die ganze Zeit am Fighten, kann da denn Nussschale was Besonderes? Was ist meine Nussschale? Alter, ich decke hier die ganze Zeit auf. Die Dinger kommen zu dir. Yes! Sehr schön. Kann ich auftauchen. Mach jetzt
nichts Dummes. Gegnerischen Schlachter versenkt. Elomat R. War abgelenkt, hat grad ein Kochvideo geguckt. Das Wasser ist kalt. Das ist überall. Ein U-Boot? Nee, ist schon Short. Ja. Jetzt der Zerstörer hier noch um die Ecke? Da unten. Ja, nee, ein Stück weiter unten. Aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich fahre jetzt in die Mitte. Das war nur noch die Schlachtschiffe, Kreuzer und ein Zerstörer. War okay. Kurz haarig, aber kennt man ja. Kurze Hose auf. Ja. Richtig, dann ist es haarig und einmal rausgedrückt und fertig. Hose wieder zu und alles ist wieder gut. Die Menschheit ist wieder geschützt. Da ist noch keiner am Flamen, U-Boote, U-Boote. Das schlimmste Update im März wird für uns, also für U-Boot-Fahrer, wenn du pingst, wird ungefähr eine Richtung anzeigen, wo dein U-Boot hinfährt. Oh, ja, damit die Seitenpings weggehen, ne? Ja, damit sie wissen, wo sie hin müssen mit ihren scheiß Fliegern. Also pingst du nicht mehr. Oder vielleicht nur noch im letzten Moment und dann... So, da ist jetzt die Tiger, das ist gut. Ach ja. Warte, du fährst 26, 27 Knoten? Ja. Die deutschen U-Boote sind mein Lieblingsding. Ja. Bin bei 19. Aufgetaucht? Unter Wasser schneller? Aufgetaucht. 19,9 jetzt. Ich bin unter Wasser nicht schnell. Nicht schneller. Was für ein Kochvideo hast du angeguckt, Elo? Ja, was macht der Zerstörer? Zerstörer musst du übrigens auch angreifen. Darfst du nicht wegfahren. Ja, ich weiß. Ich greife die auch an, aber einen einzelnen Zerstörer, ganz allein, müssen der Tiger ein bisschen Unterstützung geben, aber... Das Schöne ist, ich verliere 3 Knoten bei einer leichten Drehung, ey. Naja, das ist normal. Das ist echt, Das können die Dinger nicht gut. Die Marblehead hat eine Detonation. Ist eigentlich ganz gut, dass oben noch welche sind, falls er sich da durchschlängelt. Oh, ich habe wieder volle Batterie. Endlich. Nee, ich nicht. Was geht denn die 10 Kilometer? Mit Tauchen und gucken, ob der in der Nähe ist. Nee, es bringt nichts. Ja. Ja gut, höchstens, wenn er seitlich von dir ist, ja. Aber das glaube ich nicht. So wie die Fahrtrichtung ist, der wird entweder bei denen im Cap sein. Da kommt Torps vor uns. Ja, sag ich doch. Dann ist er da unten. Dann ist er vor der Tiger. Dann bringt das nichts mit den 7 Kilometern. Mann, deine Kiste ist ja echt langsam. Das sag ich doch. Darum haben die Engländer ja auch den Krieg verpasst, ne? Ja. Rein historisch ist das so anders gelaufen. Ja, richtig. So, die Bayern, die sind doch selber aus dem Leben. Da muss ich... Natürlich, die Warspite genauso, die ist auch... Guck mal, wir haben da oben eine Rio de Janeiro, die mit... Alter, volle... Die Warspite ist noch voll. Was? Die Warspite ist bei 12.000. Nicht unsere. Die feindliche Warspite ist bei 12.000 Lebenspunkten. Ach, war nicht aktualisiert. Ja, nicht so. Entschuldigung. Ich seh's doch. Ah, jetzt die Tiger gleich Schrott. Was? Tiger ist gleich Schrott und... Ja. Ist da unten. Rechts daneben kommen die Torpedos und ist er da... Ach, der campt da echt immer noch an der Insel da hinten rum? Oh, Mann. Wenn er rauskommt... Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen.
Gut, kümmere mich erstmal nicht um den. Nö, wir haben da was anderes vor. Richtig, aber ich denke mir mal, die weiß wird ja nicht lange leben. Ja, du kannst ja schon gleich. Ich top jetzt auch gleich. Das Gefecht endet in 5 Minuten. Angepinkt. Elomat R. Perfekt. Henslers schnelle Nummer hab ich geguckt, ja, sind so paar coole Gewichte dabei. Ja, egal, er stirbt eh gleich. Glung, 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 glung. Alter, was? Wir haben alle getroffen und er kriegt keine Chalet-Schaden. Ah, deine Torpedos helfen, die machen das jetzt. Frechheit. Alter, alles klaut er mir, alles. Das U-Boot klaut er mir. Alter, ich hab dir den Arsch gerettet. Den Arsch gerettet, Junge? Der hat nicht mal gefightet, Junge. Er war überfordert, ne? Ja, natürlich war er überfordert. Also, Henslers schnelle Nummer, guck ich auch gern mal. 5,9. Ich bin schon. Wir wurden entdeckt. Ja, und das Schöne ist, dass er natürlich instant auch trifft dabei. Kalt drauf zu halten. Ja, mach ich auch. Ja. Ein bisschen Glück haben. Und der Periskop sehe ich noch nicht. Wo ist er denn hin? Irgendwo vor mir laut meinem. Die Plüschtorpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Du müsstest doch jetzt gleich eigentlich aufgehen hier. Scheiß auf hoch. Da ist er. Macht meine Secondary-Kanone. Ja, den kriege ich. Jawohl. Nice. Ich hab einen Zieltreffer mit der Kanone oben drauf. Ich hab auch eine. Na, das war doch gar nicht schlecht. 1000. Für die Leistung finde ich neu. Siehst du, Kills bringen gar nichts. Nee, ist richtig. Irgendwie nicht mehr. Sorry. Aber du hattest ja auch mehr Schaden als ich, also interessant. Ja, für so ein kleines U-Boot 31.000. 145.000 gab's nur, ne?